So, Breaking News, Breaking News, Breaking News. Guck mal, was ich gesehen habe. Wir kommen bei den Kfz-Fuzis erstmal. Und ja, es ist 1. Mai. Und ich habe gehört, auf der anderen Straße, bei ACG, im Witten, wird ein Motor ausgebaut. 1. Mai, Ruheströmung. Ihr wisst, Anzeige ist schon raus. Und das ist die liebe Aydan. Aydan? Hi. Hi. Was hast du heute vor? Ich wollte diesen VR6 Motor ausbauen und dafür kommt dann das Schmuckstück hier rein. Ihr habt selber gehört, ein Geständnis gab es auch dazu und viel Spaß mit dem Video. Hey! Und ich gehe Eis essen, mich braucht ihr ja nicht. Hier, bitteschön. Danke! Einmal nochmal Saugersound. So, Alter, wie fangen wir an? Ich würde sagen, erstmal hier Batterie abklemmen. Ja, machst du. Ja. Das ist der Vorteil, wenn man die Batterie nicht fest. Oh! Ey, du hast die Batterie doch nicht so fallen lassen. Wieso nicht? Was passiert da? Darfst du nicht. Die dürfen sich nicht berühren, oder? Das ist doch jetzt egal. Das ist jetzt egal. Ja, stimmt ja, was für eine blöde Aussage. Naja. Also das schneide ich nicht raus. Das schneidest du raus. Ich bring dich sonst um. So. Okay. So, nein, guck mal, wir haben das jetzt schon mehrmals gemacht. Jetzt sag mir doch, jetzt sag doch mal, wie würdest du jetzt vorangehen? Sag mir mal. Hm? Jetzt für die Laien da draußen. Du bist ja kein Laie mehr. Ich bin ein Laie. Nein, bist du nicht mehr. Bin ich doch. Nein, wir müssen den Motor von der Karosserie trennen. Ich kenne Azubis, die haben es nicht drauf wie du. Glaubst du mir. Also ja? Wir müssen die Karosserie vom Motor trennen. Ne? Wir müssen nur das Nötigste abmachen, damit das Ding da rauskommt. Ja, also guck mal. Was würdest du jetzt erstes machen? Weil wir werden ja sowieso alles umbauen. Das heißt, die Front werden wir ja komplett umbauen, Alter. Werden wir ja alles umbauen. Das heißt, lass doch mit der Front erstmal beginnen. Okay, also Stoßstange ab. Genau, Stoßstange ab und dann sehen wir weiter. Alles klar. Ja. Genau, die Front. Er ist auch hier ist sowieso kaputt. Der wird hier sowieso jetzt einmal gemacht, das Ganze. Ja, hier drunter sind zwei Schrauben. Da sind die zwei Schrauben, weißt du ja. Die hast du ja selber letztes abgemacht. Hier die Kreuzdinger ab. Da drunter sind Schrauben. Dann können wir die Stoßstange schon mal abbauen. Hier, Kreuz. Ja? Hier. Also ich war jetzt hier nur eine, ne? Hier. Okay, super. Zählen wir mal, Barbet. Hier, dann die. Alle. Die auch, ne? Ja, alles. Genau. Die Schraube hier so, drin. Kannst du das einmal geben? Ja. So, das war's. Der ist schon locker. Das war's schon. Und jetzt können wir den Stoßstangen schon mal abbauen. Mhm. Ja? Ja, zieh. Und da ist was ab. Alles gut. So, das war's. Das war's jetzt auch, oder? Ja. Jetzt raus. Halt. So, hier. Ist aber nicht schlimm. Das war die Stelle, wo wir was abbauen müssen. Okay. Aber der Motor ist ja gut. So, Aydan. Ja. So weit, so gut. Jetzt. Guck mal, jetzt ganz einfach. Jetzt erstmal Spritleitung raus, auch vom Motor entfernen. Dann, eine Sekunde. Dann Wasserleitung haben wir schon. Das heißt, die zwei Wasserleitungen auch noch entfernen. Das hier entfernen. Genau, das auch noch. Genau. Okay. Und dann haben wir einmal einen Sammelstecker. Hier, der Sammelstecker ist hier. Genau, den steckst du einfach raus. Kann man einfach ziehen, verdrehen. Das war's schon. Und dann natürlich Antriebswellen. Da muss man wieder von unten. Antriebswellen ran, ne? Und Auspuff. Also links, ja, Auspuff. Das war's. Okay.
Wir haben 20 nach. Oh, das bewegt sich ja kaum, das Ding hier. Ja, doch, du musst schon. Du musst den schon rausziehen, so ein bisschen nach oben. Natürlich, ne? Natürlich. Okay. Ist so eine kleine Diva. Ja, du kannst jetzt eine andere Zange nehmen. So, ja. Das reicht schon. Und das den anderen schon. Auch, oder? Ja, ja, aber ich würde erstmal den oberen rausholen. Aber pass nur auf. Das kann ich Benzin raus. Ja, das ist wieso. Ja, ja, kommt wieso. Die haben immer einen Druck. Ja? Aufpassen ein bisschen. Genau. Okay, nach oben halten irgendwie. So, der ist auch. Hier machst du den unteren, da, genau. Also so ziemlich locker machen am besten, ne? Dann kommt es auch raus. Alter, den drehst du einfach. Den hier? Den, einfach drehen. Los, zack. Ach, guck mal, ganz leicht. Das ist ein Sammelstecker. Jetzt noch mal ein paar Stecker hier unten. Mal sieht man das in der Kamera. Warte. Dann hat man natürlich ein paar Stecker hier. Guck mal. Da ist eine. Ja, yeah, das ist für die Batterie. Dann haben wir einmal für den Rückwärtsgang. Dann haben wir für den Anlasser. Den kannst du auch rausholen. Die hier? Hast du auch schon. Lässt dich schwer drehen, so ein bisschen. Ja, du hast ja auch kein Gefühl mit den Handschuhen. Ja, das stimmt schon. So, den kannst du abziehen gleich. Also die immer mit Vorsicht. Ja, den behandeln. Kannst du jetzt abziehen. So, das ist das eine. Und dann haben wir noch einen. Das ist der hier. Das ist die Plusleitung. Hier, 13er. Ja. Die musst du auch noch abmachen. Okay, jetzt Rest wieder mit der Hand machen. Ja. Okay. Hier, Cheryl ist sowieso immer am Schimpfen, dass ich sein Licht hier nicht benutze hier. So, Eidosch, was denkst du denn, was rausgehen muss? Ich würde sagen, ab hier, oder? Ja, da. Weil da kommt ja dann auch die Dings muss genau. Dran hier. Von hier holen wir den raus. Na, genau. Das heißt, hier, den habe ich ja mit 13er festgemacht. Wurde das geklebt? Nee, ich habe da Dings Dichtmasse. Richtig, ja, ja. Okay. Weil die Dichtung war nicht so gut, habe ich einmal Dichtmasse reingeklebt. Okay, also? So, das baust du einmal aus. 13. 13er. Okay, das ist nicht schlimm. Kommen wieso alle neu? Weil da kommt ja wieso, da kommt jetzt eine V-Bahn-Schelle. Das heißt, den hätten wir so oder so ändern müssen. So, halt immer runter. Mal gucken, wie tief der geht. So? Ne, der geht, glaube ich, noch tiefer, wenn der hier ab ist. Aber ist gut. Ja, ja, die Tiefe ist gut. Ja, ja. Alles gut. So, das war's. Auspuff haben wir. Jetzt. Soll ich die hier wieder draufsetzen? Nein, brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Jetzt brauchen wir nur noch Dings, Alter. Jetzt brauchen wir nur noch die Antriebswellen und dann Motorhalterung und das war's schon. Also die Reifen noch runter erstmal. Ja. Ey, wir sind gerade mal halbe Stunde. Krass. Was ist das? So geht ja nicht. Warum? Sind manche ein bisschen hartnäckig, oder? Warum drückst du denn da so drauf? Ja, ich denke dann immer, ich muss Gegendruck Nein, machen. Nein, du musst keinen Gegendruck machen. Also schärfen, ganz locker. Ja. Die sind ab. Okay. So. Eidosch. Jo, sind ab. Die Motorhalterung eigentlich, oder? Du sagst es. Motorhalterung? Nur noch die Motorhalterung. Also du hast, die Antriebswellen sind ab. Ne? Die sind ab. Da drüben sind ab. Ne? Einfach zur Seite so wackeln. So, Auspuffanlage ist ab. Ja. Lambda brauchen wir nicht abmachen. Kriegen wir mit. Hier haben wir die Dinger ab.
Ne? Servo-Schlauch ist ab, Servo-Schlauch ist ab. Ja. Alles ist ab. Ja, das war's. Also holen wir das Teil schon mal, oder? Das Ding ist jetzt komplett ab. Drei Halterungen und das war's. Und das Ding natürlich. Das hole ich jetzt. Ja. Du machst den Wagen jetzt runter. Okay. Und dann die drei Halterungen abmachen. So muss das auch aussehen. Ja. Aber ich muss sagen, guck mal, wir sind jetzt, okay, wir haben jetzt ein bisschen getrödelt. Eine Stunde haben wir, nicht mal eine Stunde. Aber du hast es echt gut gemacht. Ich lasse schon mal ein bisschen runter. Ja. Noch. Okay, super. Und jetzt die unteren, die zwei und die zwei. Komm, die anderen zwei mache ich. Untere? Ja, Eidosch, hol mal deinen V6-Motor raus. So, Alter, zieh. Langsam. Warte, alles gut, alles gut. Ich kann das nicht. Ja, der hakt hier ein bisschen wegen dem Ausfall. Aber hier, fertig. Zieh. Das kann nicht. So. Mach meine Hände schon schön hier für lauter. So. Kannst du nicht ziehen? Ich kann nicht mehr ziehen. Okay. Aber egal, du hast den Motor raus. Du hast den Motor rausgebaut. So, Aydan hat es ausgebaut. Ich muss auch dazu sagen, Respekt an dich, Aydan. Da wird der eine oder andere Geselle neidisch auf dich sein, weil der eine oder andere Geselle schafft das ja auch nicht mal. Das, was du heute geschafft hast. Danke. Bitteschön. Echt super gemacht. Und wenn ihr genau der Meinung seid, natürlich einen Daumen hoch für Aydan und die ganzen Frauen, Frauenpower hier. Yeah. Das ist der alte Motor, der Sauger, wo natürlich rauskommt, ist ja schon draußen und wird ersetzt von diesem schönen Turbomaschinchen. Der sieht so schön, schön kompakt aus. Ja, da müssen nur ein paar Sachen gemacht werden natürlich. Hier, Kupplung ist noch nicht fest. Ne? Da werden wir nochmal gucken, da werden wir nochmal alle Schrauben nachkontrollieren, ein paar Sensoren und so machen und so weiter. Sonst ist alles top. Öl und so ist ja auch noch nicht drauf, muss auch noch rein. Ey, kannst du das mal bitte zoomen? Guckt euch mal bitte diese Honesse an oder Königin. Was ist das? Von hier sieht das aus das wie ein Alien. Das ist noch Honesse, glaube ich, ey. Das ist wie ein Alien. Der macht so viel Krach. Ja, krass. Bei der Sache ist echt, Kabelbaum muss komplett raus. Kabelbaum muss komplett rein. Und das Ganze müsste ich wieder neu anpassen. Ist ja kein Problem. Kriegen wir hin. Glaube ich auch. Ne? Sonst, ja. Alles schön, Reifen kommen wieder drauf, Antriebswellen können wir so lassen. Den Wagen können wir hier so komplett lassen. Auspuffanlage kommt natürlich auch ab, weil ich die von dem anderen Auspuffanlage, also anderem V6, mit dem Eisenmann und Supersprint, werde ich den direkt umbauen auf den hier. Okay, wer das auch nicht mitgekriegt hat, mit den anderen V6, V6 hat einen Motorschaden, mit dir von Soul Tuning hat ja ein Video rausgehauen, was ich auch verlinkt habe, wer das nicht gesehen hat, einmal reinschauen. Wir haben einfach Pech. Ich erzähle euch ganz kurz die Story. Die Story war so, wir hatten einen leichten Geräusch gehabt, wo wir 0 auf 100 gemessen haben. War ganz leicht, aber ging weg. War auf einmal nicht mehr da. War dann wieder da, war dann wieder nicht da. Ganz komisch das Ganze. Und dann, das Geile ist dann, ich gebe den Wagen am Mittier ab. Ich sage, Mittier, hau rein, wir hören uns. Nächste Woche, wenn du fertig bist, machen wir ein neues Video. Er so, alles gut, alles super. Er steigt ein, startet den Wagen und wir hören das Geräusch, aber volle Dolle. Ich so, hä? Ich so, was ist das denn, ne? Da meinst du, weiß nicht, kann das die Kette sein oder so? Mit dir meint, ja, ich guck danach. Ja, und dann hat man gesehen, was Sache ist. Das ist einfach nur Pech, aber ist so. Ne? 300.000 gelaufen, alles gut. Man kriegt alles heile, alles kein Problem. Aber was noch geiler ist, was mit dir aus dem Motor rausgeholt hat. Dazu sagen wir noch, also dazu kommt noch ein Video und wer dann sagt, Saugertuning ist Schwachsinn, muss das Video sich anschauen und dann die Zeit sich anschauen, das ist krank, aber dazu kommen wir noch. So, ich bedanke mich nochmal an Aydan. Gerne, ich habe es gerne gemacht. Hat Spaß gemacht mit dir auf jeden Fall. Ja, ja, du weißt ja, den bauen wir auch zusammen ein. Ja, Bauen wir zusammen ein. Mach ich mit. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen 1. Mai. Ich weiß nicht, ob ich den Video heute noch schaffe runterzuladen, weil ich und Aydan haben ein bisschen rumgealbert. Aber nach dem Video
zeige ich euch ein paar Szenen, was wir gemacht haben. Ansonsten, ja, wünsche ich euch einen schönen Tag. Und einen dicken, fetten Daumen an Aidan. Ganz ehrlich, 1200 Likes haben wir gekriegt, 700 wollten wir haben. Also Jungs, die 1200 Likes für Aidan müssen locker getoppt werden. Damit Aidan beim nächsten Mal noch besser das Ganze streng macht. Streng ich mich noch mehr an. Streng dich noch mehr an. Nein, Aidan, ehrlich, Respekt an dich. Echt, der eine oder andere Geselle, Azubi sowieso, Geselle, wird sagen, krass. Und du bist eine Heldin für die Frauen. Yay. Das macht nicht jede Frau. Und erst recht nicht Frau 6. So, wir sehen uns, euer Kfz-Fuzzi. Bis dann, haut rein. Ciao.